Bruderschaftsausgestoßene. Ja, da können wir uns noch die Rüstungen von denen mal eben mitnehmen, weil, wie gesagt, erstens können wir genug tragen und zweitens können wir die ja reparieren. Powerrüstung der Ausgestoßenen, Powerhelm der Ausgestoßenen. So. Hier müsste aber eigentlich noch einer sein. Normal ziehen die immer zu dritt rum. Umher, meine ich. Kenne ich gar nicht, dass die nur zu zweit da sind. Ja, ich bin jetzt paranoid und speichere andauernd. Hier ist irgendwo ein Wachbot. Das hört man. Der Raketenabschussbunker. Wo befindet sich der Raketenabschussbunker? Fort Constantine. Offiziersquartier. Hier vermutlich nicht, ne? Nein. Ansonsten müsste ich mal kurz nachgucken, wo der sich befindet. Der Raketenabschussbunker. Also es ist aber ein gutes Zeichen, dass ich nicht weiß, wo der ist, weil das zeigt, dass wir da auch noch nicht waren. Aber ein Bunker ist ja für gewöhnlich irgendwie unterirdisch. Würde ich jetzt mal spontan sagen. Oder in einem Berg drinne. Das könnte natürlich auch sein, dann würde ich da oben schätzen, aber... Ich habe so das Gefühl, dass ich mit meiner Vermutung da nicht sehr richtig liege. Zumal wir den Berg hier gar nicht so hoch kommen. Das heißt, ich müsste da eh einen anderen Weg nehmen. Oder komme ich von hier vielleicht da hoch? Ah, das sieht doch gut aus. Ah, ja. Ups. Ah, schon bin ich oben. Gott sei Dank. Ich hätte jetzt keine Lust, außen rum zu rennen. Da ist ein Enklavelager auf jeden Fall. Das sehe ich an dieser Antenne. Meine Freunde. Schieß auf den Kopf. Oh, kritischer. Ja, dass der mit zwei Schüssen in den Kopf tot ist, ist mir klar. So ganz ohne Rüstung. So, hier haben wir den Hochleistungsofen von dem Kollegen. Aber die Frage, die sich mir stellt, ist das hier oben der Bunker? Oder ist hier oben der Bunker? Irgendwie habe ich nicht so das Gefühl, dass wir hier richtig sind. Das war ein Lucky Shot, auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, er könnte es irgendwo reingehen oder so. Hm. Ich weiß nämlich, dass man hier noch was machen kann, definitiv, in diesem Raketenabschussbunker. Jetzt weiß ich natürlich nur, wie gesagt, nicht genau, wo der ist. Hm, hier oben vielleicht? Ich meine, wie gesagt, ein Bunker. Bunker sind ja meistens eher versteckt. Oder unter der Erde. Also, eins von beiden zumindest ist immer typisch für einen Bunker, ne? So. Schrotpatronen. Oh, warum nicht? Einfach mal mitnehmen, ne? Ah ja. Plasmamine brauchen wir zwar nicht, aber... Warum eigentlich nicht? Elektronenladeteil. Raketenabschussbunker. Ja, ich bin gerade ein bisschen ratlos. Ich glaube, ich guck da mal eben, informiere mich mal eben, wo der sein soll. Ah, ich bin ja manchmal schon ein bisschen blöd, ne? Darf man mir manchmal ruhig vorwerfen, dass ich ein bisschen blöd bin? So, damit wir mal ein bisschen schneller vorankommen hier.
Ja, in dem Bunker waren wir natürlich schon. Ich bin so doof. Es war halt nur, es war, glaube ich, schon als das gekennzeichnet, aber da ich halt in dem Moment überhaupt nicht daran gedacht habe, war es eher, also für mich eher, was geht hier immer ab? War es für mich eher so, ja, nee. Deswegen, ja, der Raketenabschussbunker ist natürlich das hier. Steht sogar da, Bunkertür. Und Kontrollbunker. Es heißt hier wohl eher Kontrollbunker und nicht Abschussbunker. Aber egal, jedenfalls müssen wir hier hin. Und hier ist jetzt irgendwo ein Terminal. Mit dem wir etwas Cooles machen können. Und ein Buch, welches ich natürlich gerne haben will. Wir müssen noch weiter nach unten. Es ist nicht das Terminal. Sondern es ist das hier. Startsteuerung. Und hier liegt Deckung. So, mit Deckung natürlich. Sprengstoff um Sprengstoff um 2 erhöht. So. Der Raketenabschuss irgendwas. ICBM starten. Und ja, wir haben gerade eine Rakete gestartet. Was, wenn man es so bedenkt, schon ziemlich cool ist eigentlich. Schade nur, dass man halt absolut nichts davon mitbekommt. Und auch im Nachhinein das irgendwie überhaupt keinen Einfluss mehr hat. Auf irgendwas. Das ist halt bei Fallout manchmal schade. Man kann so viele Dinge zwar irgendwie tun, aber halt irgendwie auch doch nicht tun. Weil es halt, wie gesagt, keinen Einfluss auf die Geschehnisse hat. Also, man hat jetzt hier weder von der Rakete irgendwie, weiß ich nicht, Rauchschwaden oder sowas, noch hat man irgendwas, deswegen ist das alles ein bisschen traurig. Aschehaufen. Bruderschaftsausgestoßener. Hm, schade, denn seine Rüstung ist nicht übrig geblieben. Wetten wir, wenn ich jetzt Schnellreise machen will, kackt das Spiel wieder ab. Oha, es hat funktioniert. Kein Absturz. Cool. Was eine Ausnahme. Wir haben damit die T-51B. Wir haben noch ein paar Bücher geholt. So, als nächstes. Oh Gott, was machen wir denn als nächstes? Hochleistungsofen. Der ist natürlich komplett kaputt, ist aber halb so wild. Ach ja, genau, unser Volt 108 Overall. So, dass der Hochleistungsofen ein bisschen kaputt ist, das ist scheißegal, weil wir haben ja hier einen Hochleistungsofen. Den können wir damit auf voll reparieren sozusagen. Wir haben natürlich auch noch ein paar Fatman. Die können wir natürlich auch mal miteinander reparieren. So, jetzt haben wir nämlich einen vollen Fatman und einen vollen Hochleistungsofen. So, Plasmamine können wir auch mal ruhig reinschmeißen. So. Was habe ich denn jetzt noch alles dabei, was weg kann eigentlich? 3 Stealth Boys, ja. Wir werden so zugeschissen mit Stealth Boys. Das ist auch total interessant irgendwie. Willkommen zu Hause. Stealth Boys. Kann mal einer wieder hier rein? Wie viele haben wir mittlerweile? Will ich jetzt mal wissen. Stealth Boys. 50. Alter, 50 Stealth Boys. Was soll ich damit? Krasse Scheiße. Kameras. Habe ich nicht in dem Fach, oder? Habe ich die in dem Fach hier drinne? 22 Kameras haben wir schon. Entschuldigung. Hat gerade Husten. 24 Kameras, die werden uns noch etlich Kohle bringen, sage ich euch. Weil später die Bruderschaft sehr viel Geld für Kameras bezahlen wird. So, und wenn wir gerade schon mal hier sind in Megaton, dann können wir hier auch noch schnell etwas holen. Was auch noch auf meiner Liste steht. Dafür müssen wir erstmal, ich glaube, ich weiß gar nicht, müssen wir überhaupt Tag machen dafür? Müssen wir, glaube ich, noch nicht mal. Das war gerade Walter.
Für einen kurzen Moment. So, Jerichos Apartment müssen wir nämlich finden. Das könnte doch dieses kleine Gebäude da vorne sein. Jedes Ohr soll ertauben, ja, ja. Um den Donner seiner Stimme zu hören. Das ist so ein kleines Haus hier. Das könnte ich mir vorstellen. Mr. Burke's Haus. Mr. Burke hat ein Haus in Megaton. Natürlich, warum auch nicht. Okay, dann ist das doch nicht Jerichos Apartment. Das hier ist auch nicht Jerichos Apartment. Jericho, falls sich niemand erinnert, ist dieser komische, ja, ich weiß gar nicht, haben wir mit dem überhaupt schon mal geredet? Das ist dieser komische Typ da, dieser Billy Creels Haus. Dieser, ach, wie nennt man das? Das ist die Männertoilette, ne? Ja. Hier, nee, das ist Billy Creel. Wie nennt man das denn? Söldner, genau, Söldner. Den Typ kannst du dafür bezahlen, dass der dir irgendwelche Leute, also dass du mit ihm irgendwelche Leute abschlachtest. Der ist praktisch ein Begleiter, ein ganz normaler Begleiter, genau wie Sharon. Allerdings hat der einen... Ja, nö, eigentlich ist es kein Nachteil, aber ich könnte ihn jetzt zum Beispiel nicht mitnehmen, weil Jericho nur mit Leuten mitkommt, die böse sind. Also es kommt hier auch drauf an, welchen Begleiter man halt mitnehmen kann, je nachdem, was für ein Karma man hat. Sharon zum Beispiel... Nee, Moment, Fox zum Beispiel kommt nur mit einem mit, wenn man ein guter Charakter ist. Sharon ist es scheißegal, ob man gut oder böse ist. Der knallt sowieso alles über einen Haufen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und, ja. Wen gibt's sonst noch? Ach ja, genau. Wie gesagt, Jericho. Nein, das ist Lucy Wests Haus. Jericho, dafür muss man halt böse sein, weil der halt selber zwar kein böser Charakter ist, aber doch schon ein eher zwiegespaltener Charakter, will ich mal meinen. Und ja, der hat auf jeden Fall hier noch irgendwo ein Buch, wenn wir das nicht sogar schon mitgenommen haben. Ich gebe ganz ehrlich zu, es ist so viel passiert und wir haben so viel schon eingesammelt und mitgenommen, dass ich mich nicht mehr an alles erinnern kann. Es kann auch sein, dass wir das Buch hier in Jerichos Haus schon mitgenommen haben. Ich kann ja mal eben gucken, wo das sein soll. Das würde mich jetzt nicht mehr interessieren, weil ansonsten haben wir das nämlich wirklich schon mitgenommen. Da müsste ich mir nämlich ein anderes raussuchen. Ja, das dauert jetzt kurz. Einen kurzen Moment bitte. Einen Moment Auszeit, das sollte nicht passieren. Bla 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 bla, zu viel Gelaber hier, was ist denn hier los? Was haben wir denn hier? Ach, da müssen wir ja auch nochmal hin. Ach Gottchen, wenn ihr wüsstet, was ich hier auf meiner Liste stehen habe. Ach nee, Moment, ich bin verwirrt. Ich bin mal wieder verwirrt. Ah ne, da oben steht es doch. Ich wollte schon sagen. In Jerichos Apartment steht da nur. Ha. Ja, hier ist aber irgendwie nichts, ne? Also, ich sehe hier kein Buch irgendwie. Leere Whiskyflasche, Teilkiste, die sind aber beide leer. Hier unten vielleicht, in dem Koffer. Nö. In der Metallkiste. Nö, das sind auch nur Pfeile. Hier liegt auch nichts. Hm. Ja, dann haben wir Jericho wohl schon beklaut. Irgendwann am Anfang des Let's Plays. Dann muss ich mal eben gucken, wo ich dieses Buch jetzt ansonsten herbekomme. Okay, da kriegen wir es auf jeden Fall her. Gut, wir müssen nochmal zum Vault-Tec-Hauptsitz. Vernon Square... Moment, wobei, wir könnten natürlich auch... Vernon Square North in der Metro Junction... Vernon Square North. Ah, Mann, ich will zoomen. Vernon Square North, Vault-Tec Hauptsitz. Ach komm, wir gehen da einfach mal hin. Und dann Metro Junction. Vermutlich kommt der uns hinterher. Wenn wir Pech haben. Nee, anscheinend nicht.
Okay. Und das Buch, was wir suchen, befindet sich auf dem Bahnsteig irgendwo. Keine Ahnung. Bin ich mir jetzt echt unsicher, wo das sein soll. Irgendwas mit auf dem Bahnsteig, mit einer Brüstung oder sowas, die hier drüber ragt. Darunter soll sich das Buch befinden. Wir werden das schon finden. Ich will dieses Buch haben. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir das noch nicht eingesammelt haben eigentlich. Was steht denn hier? Ich lese nochmal eben. In der Metro Junction. Es befindet sich auf halbem Weg runter zum Bahnsteig. Es befindet sich auf halbem Weg runter zum Bahnsteig. Halber Weg? Also hier irgendwo oder was? Und hier soll ein Brett sein? Was? Ich verstehe das alles nicht. Moment, hier runter. Dopp, 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 dopp. Wir stapfen hier lang. So, jetzt sind wir auf dem halben Weg zum Bahnsteig. Hier waren wir auch auf jeden Fall schon. Ein Brett ragt über eine Brüstung. Ach, ich sehe es. Ich hab's gefunden. Mein Gott. Da soll auch erstmal einer drauf kommen, ne? Grognack, der Baba. So. Haben wir das damit auch gelesen? Mein Gott, ey. Wie die das aber auch verstecken, ne? Da soll einer drauf kommen, ey, dass da ein Grognack der Barbar liegt. Dass man da irgendwie auf dieses Brett da runterspringen soll und sowas. Mein Gott. Was die sich manchmal vorstellen. So, wo haben wir denn noch eins? Silver Lining Drive-In. Wo befindet sich der denn? Oh, ich habe keine Ahnung. Silver Lining Drive-In. Vielleicht finden wir ihn ja sogar. Ich glaube, da waren wir aber noch nicht. Deswegen kann das nur einer von den Punkten sein, wo wir noch nicht waren. Und ich meine, an jeden Ort, den es so gibt, erinnere ich mich ja auch nicht mehr. Ansonsten könnten wir theoretisch auch einen anderen Ort bestimmt nehmen. Mensch, die Musik ist so spannend. Was ist los? Ist doch gar nichts. Grizzly Diner, da müssen wir auch noch hin. Da muss ich mir merken, dass das da oben ist. Ach, Andale. Overlook Drive-In. Gördershade. Beinhaus. Fort Bannister. Vielleicht haben wir es auch schon freigeschaltet, den Ort, und ich weiß es einfach nur nicht mehr. Silver Lining Drive-In. Da wollen wir hin. So, ich hoffe jetzt mal, dass hier keine Feinde in der Nähe sind. Natürlich sind Feinde in der Nähe. Ja, Supermutanten-Überlord. Vermutlich. Na klar, ich habe auch sonst nichts zu tun, außer mich mit dem jetzt hier anzulegen, weißt du? Na gut, der trifft zum Glück nicht sonderlich gut, aber der hält halt ziemlich viel aus. Na komm, aua. Sonst ist hier niemand, ne? Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Drowned Devil's Crossing. Ich glaube, von da kommen wir da ganz gut hin. Ich speichere hier mal eben. Was war das denn jetzt? Irgendwas war an dem Radar gerade komisch. Au! Du Wichser! Fotze, eher. Ist ja kein Mann. Da ist unsere Markierung.
Stimmt die Markierung auch? Ja, vermutlich schon. Ich nehme mal die Raketen, ja. Dankeschön. Du brauchst die, glaube ich, eh nicht mehr. Da ist noch ein Raider. 16% Chance, den Kopf zu treffen. Ach, scheiß drauf. Kann mich mal, ganz ehrlich. Blöde Raiderin. Ach, ich schleiche. Ich dachte schon, warum bin ich so langsam? So, jetzt sind wir hier am Drive-In. Silver Lining Drive-In. Und das soll jetzt hier auf einem Regal sein oder sowas. Da liegt es doch schon. Grognack der Barbar. So, einmal lösen. So, das nächste Büchlein ist im Tempel der Einheit. Genau. Tempel der Einheit, ich erinnere mich sogar. Also, ich erinnere mich nicht in dem Sinne, dass ich weiß, wo es ist, aber ich erinnere mich, was dafür gemacht werden sollte wohl. So, was steht hier nochmal? Nam, 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 Tempel der Einheit, Raider Camp an der Autobahn in der Nähe. Auf einem Tisch in einer der Hütten. Raider Camp an der Autobahn in der Nähe auf einem Tisch. Wo ist die Autobahn? Da ist die Autobahn. Und da soll das Raider Camp irgendwo sein. Speicher mal eben. So, haben wir Grognack der Barbar jetzt schon gelesen? Habe ich das jetzt gelesen? Ja, habe ich vermutlich schon. Wird wohl. So, hier Autobahn. Oha. Was geht denn mit euch? Und das hier ist bestimmt das Raider-Lager. Ja, definitiv ist das hier das Raider-Lager. Und das da sind unsere Freunde von der Enklave. Auch auf jeden Fall. Da werde ich aber mal eben meine Rüstung wieder anziehen, weil ja, ist halt besser, ne? Kümmern wir uns doch erstmal um den Wachbot. Aber schön zu sehen, dass die sich hier um die Raider kümmern. Beziehungsweise sich eher nicht um die Raider kümmern, sondern eher um mich gerade. Ach, irgendwie. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Blackhawk ist bald kaputt. Komm, wir machen es denen mal ein bisschen leichter. So. Das war der Raider. Und das hier ist bestimmt eine der Hütten, die gemeint ist. Und hier wird dann bestimmt irgendwo das Buch liegen. Ich speichere nochmal eben. Right away. Da ist es doch schon. Oder ist das überhaupt das, was ich jetzt gesucht habe? Irgendwie nicht. Das ist irgendwie nicht das Buch, was ich jetzt hier erwartet hätte. Ist aber trotzdem gut. Weil Feilschen brauchen wir auch noch ein paar Punkte. Dann ist es vermutlich hier. Da ist Grognack der Barbar. Cool. Das heißt, ich kann von den Geschichten eines Dörfleischverkäufers eigentlich eins wegnehmen. Ja, das von Fort Konstantin brauche ich jetzt allerdings auch noch. Scheiße, das hatte ich jetzt natürlich vergessen in den Personalbüros. Wobei ich das, glaube ich, sogar schon mitgenommen habe. Deswegen, wie sieht denn das jetzt hier aus? Wie viel haben wir denn? Bei Waffen los. Wie viel fehlt uns denn da? Vor allem, warum Waffen los? Nahkampfwaffen ist Grognack der Barbar. Und ein Buch fehlt uns da jetzt noch. Ein einziges Buch fehlt uns da. Das heißt, wir werden wohl oder übel nochmal zurück zu Fort Konstantin gehen.
und dort dann nochmal danach gucken, ob das denn da ist. Wie gesagt, das muss alles sein, ja. Das soll ja alles seine Richtigkeit haben, ne? Finde ich zumindest, dass es alles seine Richtigkeit haben soll. So, haben wir noch eine Munitionskiste. Hier haben wir auch noch eine. Zack. Bisschen Munition. Findet sich hier sonst noch irgendwas? Ich glaube, Buff-Out, aber sonst nichts, ne? Ja, gut. Jet, ein paar Kleinigkeiten halt, aber ansonsten können wir das damit, glaube ich, getrost in Ruhe lassen hier. Da wir hier dann eh nichts mehr finden. So, ich werde jetzt nochmal eben, wie gesagt, zu Fort Konstantin gehen. Und mal eben gucken. In den Personalbüros hinter einer schwer verschlossenen Tür soll sich nämlich noch eins befinden. Ein Grognack der Barbar. Im oberen Bereich oder was hieß es hier? Erster Stock hinter einer verschlossenen Tür, die schwer verschlossen sein soll. Wie gesagt, da können wir jetzt Pech haben, dass wir die schon geöffnet haben und auch das Buch dann schon mitgenommen haben. Das könnte nämlich dieses hier sein. Diese Tür hier sein, die gemeint ist. Und dementsprechend dann haben wir das Buch dann schon mitgenommen und doch schon gelesen. Dann müsste ich nochmal eben gucken. Ich war halt davon ausgegangen, dass eventuell eine schwer verschlossene Tür wir nicht geknackt haben. Wobei, die hier wird das wohl nicht gewesen sein. Dich hatten wir auch schon mal besiegt, da bin ich mir fast sicher. Die hier wird es wohl auch nicht sein. Ein Schuss noch, komm, ein Schuss. Na gut, zwei Schüsse. Hinter einer verschlossenen Tür. Im ersten Stock sind wir ja gerade. Es kann natürlich aber auch immer sein, dass wir das Buch einfach übersehen haben. Ich meine, in der Perspektive kann man sowas schon mal leicht übersehen. Ich bin mir nämlich sowieso gerade unsicher, ob wir hier überhaupt alles sehr gründlich, sag ich mal, durchsucht haben. Oder eben nur mal eben durchgerannt sind. Nee, ich glaube, das Buch hatten wir dann schon. Ah, das ist ein bisschen blöd. Aber ich weiß, wo wir noch eins herbekommen. Alles klar. Gut, das hat sich damit dann auch erledigt. Dann brauchen wir das Buch hier gar nicht. Dann kann ich das auf anderem Wege machen. Dann werden wir mal einen neuen Ort erkunden. Ja gut, wir haben jetzt die letzten halbe Stunde oder sowas haben wir nur neue Orte erkundet. Aber nein, ich meine jetzt wirklich mal einen recht ganz neu, genau, einen recht ganz neuen Ort. Einen ganz neuen Ort. Und zwar gehen wir mal nach Andale. Da gibt es nämlich auch noch etwas Lustiges zu entdecken. So, Andale. Irgendwo hier unten. Dort ist Andale. Und wir werden vom Außenposten der Ausgestoßenen dahin gehen. Oder von Megaton aus. Überflutete Metro. Da muss ich auch später nochmal hin. Oder? Ich glaube, zur überfluteten Metro muss ich sowieso hin. Dann könnten wir nämlich auch von da aus laufen. Theoretisch. Das würde sich dann anbieten. Ja, ich glaube, das bietet sich an, wenn wir von hier mal, wenn wir da mal eben schnell hinreisen. Aber, wie gesagt, Andale will ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Was mit euch? Danke, dass sie uns nicht angreifen. Die meisten Leute tolerieren keine Ghule. Ja, was wanderst du hier draußen rum? Wir waren auf dem Weg nach Underworld, aber kamen einfach nicht an den Supermutanten vorbei. Und so suchen wir uns jetzt unsere eigene Bleibe im Ödland. Mensch, wärt ihr mal früher auf mich getroffen, dann hätte ich euch nämlich geholfen. So, jetzt gucken wir mal eben. Bibliothek von Arlington. Hier soll das irgendwo sein, ne? Genau. Hier in diese Richtung soll nämlich eine Schutzstation, ne? So ein Ding in da, so eine Kowslowski, was weiß ich, Schutzdingen sein. Und da drinnen sollen wir noch ein Buch finden.
eines von den Büchern, die ich noch suche. Allerdings weiß ich nicht, wo dieses Teil sein soll. Zumindest nicht genau. Irgendwo zwischen der Bibliothek von Arlington. Oh oh, das ist schlecht. Der wirft hier mit Granaten um sich rum, während ich da auf diesem Teil stehe. Das ist nicht so praktisch. Aber es ist gut, dass wir gerade noch mal bei der Bibliothek von Arlington hier sind. Weil dann können wir der Ollen direkt noch ein paar Bücher geben. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind schon zu weit. Ich gehe nochmal zurück zur Metro. Ach, bestimmt ist das die hier. Ja. Haben wir das Buch schon rausgeholt? Schluss jetzt, ja. Also entweder wir haben uns das Buch schon geholt oder das ist die falsche Station. Ich meine, hier gibt es die falsche Dingen, die falsche Selbsterhaltungsstation, weil ich meine, es gibt ja immer mehrere, ist ja klar.